Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel in Saarbrücken am Freitag um 19 Uhr. Wir haben bislang rund 200 Tickets abgegeben, freuen uns über mindestens 200 Eintracht-Fans, die uns nach Saarbrücken begleiten werden. Stadionöffnung ist um 17 Uhr, also zwei Stunden vor Spielbeginn. Es gilt in Saarbrücken weiterhin die 3G-Regel. Es wird keine Tageskasse vor Ort geben und Tickets sind noch bis Freitag 14 Uhr über den Ticket-Online-Shop vom FC Saarbrücken erhältlich. Den Link findet ihr auf unserer Seite. Also wer da sich noch auf den Weg ins Saarland machen möchte, da freuen wir uns sehr. Ja, Michael, 200 Gästefans sind dabei. Es ist das letzte Spiel vor der Länderspielpause. Was habt ihr euch vorgenommen und wie wollt ihr es angehen in Saarbrücken? Ist ja auch Tabellennachbar, punktgleich quasi. Was erwartet euch? Ja, erstmal nehme ich das auf mit den 200 Tickets, wo schon weg sind. Ist natürlich, ja, unter der Woche nenne ich es jetzt, oder wenn es zum Wochenausklang ist, aber es ist nicht selbstverständlich, dass dann so viele Fans dann auch mitgehen. Hoffentlich werden es noch mehr. Ich glaube, da erwartet uns auch eine große Kulisse da unten und ist auch nicht gleich um die Ecke, so wie es auch in Freiburg war. Ist sogar noch ein Tick weiter gewesen und es waren auch dreistellige, ja, ich glaube über 100 waren das da, 120, weil, meine ich noch zu wissen, Zuschauer, und es ist immer schön, wenn dann ein paar mitgehen oder einige mitgehen. Was uns erwartet, ist natürlich punktgleich, ja, auch ähnliche Punkteausbeute, also von den letzten fünf Spielen, von den ersten fünf Spielen wie wir, haben auch wieder eine Top-Offensive vorne mit Grimaldi, mit Guras, mit, ja, sind auch ein, zwei verletzt, Schmidt. Aber auch hinten eine ausgebuffte Mannschaft im Mittelfeld, schon auch Arbeiter drin, kenne ich auch den einen oder anderen. Also ja, ich kenne den Trainer, der der einfach erfahren ist, schon weiß, wie man spielen muss, der viele Punkte immer geholt hat und ja, der dies auch anheizt, seine Mannschaft von draußen, die Fans werden es anheizen und drum erwarten wir einiges, was uns auf uns zukommt, aber wir sind auch gewappnet, um dann da unten auch bestehen zu können. Du hast jetzt einiges schon vorweggenommen. Was zeichnet die Mannschaft von Uwe Koschinat aus? Sind die schon körperliche Mannschaft auch. Es wird schon viel in die Tiefe gegangen, viel Dynamik über die Außenverteidiger. Und da müssen wir schon sehr, sehr, sehr viel reinwerfen, damit wir das ein bisschen eindämmen, das Ganze. Und natürlich auch nicht dem Gegner 70% den Ball geben, sage ich mal. Dann blicken wir zum Abschluss wie immer aufs Personal. Da gab es ja gestern weniger schöne Nachrichten von Luke Ios und vor allen Dingen auch von Jannes Kleberg. Wie sieht sonst personell aus vor der Begegnung? Ja, natürlich schade für die Jungs dann auch mit Jannes, der ja in der zweiten Mannschaft, der aber gute Spiele da gemacht hat und sich auch ein bisschen rangekämpft hat, auch nicht immer so einfach gehabt hat. Mit der Verletzung jetzt hoffen wir, dass es nicht so schlimm ist oder nicht so lange dauert. Bei Luke trifft uns natürlich hart. Er hat sehr, sehr viel gearbeitet, war auch ja, wieder bereit. Aber dass es dann wieder aufbricht oder eine neue Verletzung auch an neuer Stelle aufbricht, wirft ihn natürlich ihn zurück. Er war sehr mitgenommen, weil das natürlich nicht die erste Verletzung jetzt war in diesem Jahr. Also bei uns schon die zweite. Davor hat er schon einige Krätze einfach im Körper, sage ich es mal so. Und ja, es sind so da 4, 5 harte Wochen für ihn, um dann vielleicht wieder dem nächsten Comeback irgendwann Ende Oktober, November wieder dabei zu sein. Und trifft uns als Mannschaft auch, weil er schon davor eine Top-Performance abgelegt hat. Ja, wir haben das Glück, dass Basti Müller wahrscheinlich bald wieder zurückkommt. Jetzt für morgen oder für Freitag wird es dann noch eng. Schauen wir mal, reden wir morgen nochmal ich mit ihm. Und natürlich Benny Gürt jetzt auch schon wieder eine Woche weiter ist. Und von dem her, ja, müssen wir auf das zurückgreifen, was wir haben. Und mit dem sind wir auch schon noch gut aufgestellt. Vielen Dank, Michael. Dann eröffne ich die Fragerunde. Daniel Mauch von der Braunschweiger Zeitung. Ja, Michael, nochmal eine Frage zu Luke Ihorst. Der hat ja schon, du hast es gesagt, häufiger jetzt Verletzungen gehabt. Muss man da irgendwie befürchten, dass das irgendwie chronisch wird? Oder hat man als Trainer auch so ein bisschen Befürchtung, ne? Wie sehr kann ich den in der Saison einplanen? Oder sind solche pessimistischen Szenarien noch zu früh für dich? Ja, ich denke, so weit will ich jetzt nicht gehen. Das Ganze,
Die Verletzung war Anfang August jetzt die erste Verletzung und wir haben dann auch von Mitte Juni, also wenn man Juli dann komplett nehmen, ja, 6-8 Wochen war er auf jeden Fall komplett dabei und ja, es war, wann waren die Verletzungen? Genau, Mitte August. Also war auf jeden Fall 2 Monate dabei, wo er auch alle, fast alles mitgemacht hat, aber wo man ihn auch erstmal aufbauen müssen hat. Und es war einfach, vielleicht war es hoffentlich nur Pech, das Ganze. Aber wir werden da behutsam ihn wieder aufbauen und der wird noch eine sehr, sehr wichtige Rolle in 2021 auch spielen und dann auch in 2022 natürlich in der Rückrunde. Die beiden anderen hast du angesprochen, die jetzt mehr und mehr zurückkommen. Basti Müller, vielleicht ja schon eine Option. Benny Gürt wurde ja schon ein paar Mal eingewechselt. Wo siehst du die in der Offensive? Also ihr habt ja die letzten Wochen relativ häufig mit der gleichen, derselben Formation gespielt. Das wirkt auch alles sehr eingespielt. Wo haben die vielleicht am ehesten die Chance, in die Mannschaft zu rutschen? Ja, Benny Gürt sehe ich als ganz klaren Mittelstürmer vorne. Das ist eine neuen, ist eine Strafraumsturm. Ist jetzt auch nicht unbedingt ein Kontospieler, aber wenn wir einen Gegner bespielen, dann ist er in der Box schon da mit so einem One-Touch, dass er was Gutes kreieren kann, aufs Tor vor allem. Und bei Basti Müller, der ist flexibel. Der kann in den vorderen Positionen, egal ob links, zentral oder rechts oder ganz vorne, der kann da alles spielen. Der wird uns nochmal mehr Variabilität auch geben, auch eine gewisse Unbekümmertheit, eine super Torabschlusstechnik und ja, wir überstürzen nichts, so dass er dann auch auf jeden Fall nach der Länderspielpause ja, wieder Option sein kann. Da wird noch geschrieben, weitere Fragen, dann nehmen wir nochmal. Ich versuche es einfach mal, auch wenn ich mir natürlich vorstellen kann, dass bei Aufstellungen immer so ein bisschen Geheimniskrämerei dabei ist. Wer spielt Linksverteidiger am Freitag? Ich finde, dass Lasse es ganz gut gemacht hat. Hat auch guten Standard. Natürlich ist es auch immer oftmals so auf den Gegner, aber hat, ich glaube, jetzt auch eine gute Offensive von Mannheim hat er ausschalten können. Also Kiwi ist aber auch wieder so, dass er ja lange raus war, dass er auch viel gespielt hat, dass er selber gesagt hat, er war nicht so zufrieden mit sich. Das ist schon mal super eine Selbstreflexion auch. Und dass er aber sich nicht müde gefühlt hat irgendwie. Das kommt halt vielleicht auch nach dem, wenn man ein Jahr nicht gespielt hat. Aber ist es schön, wenn es offen ist. Aber ich denke schon, dass Lasse jetzt gerade noch den Schritt vorne ist. Vielleicht da gerade angeknüpft. Lasse Schlüter ist ja auch jemand, der so ein bisschen auf und ab hier bei Eintracht hat, natürlich auch vor deiner Zeit. Wie siehst du seine Rolle insgesamt jetzt unabhängig von den, sag ich mal, letzten Spielen, wo er ja auch gespielt hat? Also zu Beginn der Saison, das erste hat er gespielt, dann ist er oft reingekommen. Wo er reingekommen ist, hat er auch gute Performance abgelegt, war in der Offensive, auch war vielleicht nicht in der Position, wo die Zuschauer oder wo er in den vergangenen Jahren gespielt hat, aber er hat links vorne dann gute Flanken geschlagen, hat gute Standards reingeschlagen, war dann auch an ein oder anderen Tor beteiligt und das hat er ja wirklich gut gemacht und von dem her hat er es auch im Training nicht locker gelassen, hat sich dann auch die Chance von Anfang an verdient, die er dann auch in Freiburg genutzt hat, jetzt am Wochenende gegen Mannheim wieder genutzt hat und von dem her kann er diese 2 Positionen, glaube ich, sehr gut spielen oder gut spielen und ich habe ihm auch gesagt, warum er irgendwann nicht mehr als Außenverteidiger, ja, oder warum dann Kiwi vor ihm war, in meinen Augen. Und das hat er umgesetzt und von dem her hat er es jetzt 2 Mal auch gut gemacht. Weitere Fragen? Da wird noch geschrieben. Gibt es noch Fragen? Eine hast du noch, dann bitte. Insgesamt, ihr hatte zwischendurch so, naja, ein bisschen die defensive Stabilität ist vielleicht zu viel gesagt verloren, aber ihr hattet dann mal wieder Gegentore bekommen. Jetzt hast du das Gefühl, in der Abwehr ist der Fokus wieder mehr draufgelegt oder hat es jetzt einfach mehr gegriffen, was ihr euch sowieso auch vorher schon vorgenommen habt? Ich
Ja, also wenn ich den Fokus mal, wo der Fokus vielleicht nicht so drauf war, war vielleicht dann ja in dem letzten, dem zweitletzten Auswärtsspiel, wo wir die 3 Tore bekommen haben an, in der zweiten Halbzeit, aber trotzdem haben wir in der ersten Halbzeit nicht so viel zugelassen. Und dass man Sonntagsschuss in Winkel fällt oder an Pfosten fällt, ja, dass der eine aus am Rückwärtslaufen irgendwie nur einen Kopfball neben dem Pfosten bekommt, da ist natürlich auch viel Matchglück beim Gegner dazugekommen und der Fokus war, glaube ich, schon da. Was dann in der zweiten Halbzeit war, ja, aber generell denke ich schon, dass wir guten Fokus in der Defensive haben, also komplette Mannschaft in der Defensive. Aber ich betone es auch immer wieder, das ist nicht nur so, dass wir dann hinten am, also dann am 16er an Bus parken, sondern dass wir auch ein gutes Anlaufen haben. Aber da gehören halt wirklich alle 10 dann dazu, die da vor Yassi dann auch spielen. Und das hat uns ausgezahlt und da müssen wir weitermachen. Und dann ja, kommt das andere auch von alleine. Das ist ja natürlich auch im Ballbesitz dann, was passiert nach dem Ballverlust, mal wie wir dann agieren wollen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz gut. Dann weitere Fragen. Frank Korner von Radio SAW. Das letzte Spiel war eins der besseren, muss man so sagen. Dennoch habt ihr leider euch begnügen müssen. Wo sind noch die Schnittstellen, wo man sagt, das müssen wir noch schaffen, damit wir auch den Dreier mitnehmen oder behalten? Ja, vielleicht, ich sag's gar nicht Geilheit. Einfach das Matchglück haben wir nicht gehabt dann. Oder dass die Chancen auch nicht reingegangen sind. Vielleicht noch ein bisschen mehr Unbekümmertheit dann vor dem Tor dann auch. Aber wir hatten gute Chancen schon. In den ersten 70 Minuten haben am Ende noch 2 Riesenchancen dann auch. Und die sind nicht reingegangen, weiterarbeiten. Und dann werden sie irgendwann auch wieder reingehen. Manchmal hat man eben das Gefühl, dass ihr vielleicht noch einen Pass zu viel spielt, dass man sich wünscht, jetzt hau doch mal rein, der Weg ist frei. Ist das noch so ein kleines Hemmnis bei einigen, dass sie eben sagen, wir müssen an den Mitspieler denken und nicht jetzt selber auf Gedeih und Verderb mal drauf dreschen? Ich glaube nicht, dass es ein Hemmnis ist. Jetzt kriegen sie schon auch gesagt, wenn einer besser steht, können sie abspielen. Ein Sturmer muss auch mal einen gewissen Egoismus haben und es ist bestimmt nicht verboten, aufs Tor zu schießen. Ich wollte das Wort Kobylanski eigentlich heute nicht machen, aber lassen wir es halt. Geht um die Standards, sag ich mal. Er okay. Hat natürlich sehr viel Standards gemacht und sehr viel Ecken gemacht. Ist das jetzt auch ein bisschen die Nachfolge, dass Lasse Schlüter das jetzt übernommen hat, viele Ecken schlägt und vielleicht auch mal einen gefährlichen Freistoß schießen kann? Ist das so gewollt? Ja, auf jeden Fall. Lasse hat in Halle eins vorbereitet, hat jetzt in Freiburg eins vorbereitet. Vielleicht habe ich jetzt auch eins vergessen. Hat gute Standards aus dem Halbraum. Im letzten Spiel waren die Ecken, sind schon besser gekommen, sage ich mal. Aber wir haben auch andere Freistoßschützen mit Robin Krause, der sehr gut vom Halbraum spielt. Es können auch andere zentral schießen. Brian Behrendt, Enrique Pennazzona, Multhaub. Ja, wenn dann die gewisse Person auf dem Platz steht, dann nimmt sich halt er auch den Ball und dann sind die anderen auch ja, einen Schritt hinten dran. Aber es gibt genügend andere Schützen auch, wo das können. Aber ich wünsche mir es auch, dass dann, wenn der Kobi dann auf dem Platz steht, dass er den dann in der 90. dann auch reingehauen hätte. Das haben wir leider nicht geschafft. Der Henning ist schon genannt worden, der läuft und läuft und läuft, aber er kriegt dann immer irgendwie dann auch noch seine Schonzeit. Ist der Akku dann alle oder ist das eher eine taktische Maßnahme, dass ihr dann den nochmal wechselt und sagt eben so, jetzt ist genug? Und weil er ist ja nun auch erst gerade zurückgekommen aus der Verletzung. Ja, also bei Freistoßschützen habe ich auch Brian Behrendt gemeint, falls ich Henning gesagt habe. Ja, und bei Brian Henning, ja, der läuft natürlich. In Freiburg war wirklich der Akku, glaube ich, alle. Jetzt hat er wahrscheinlich schon noch ein paar Minuten auch geparkt, aber ich habe was anderes im Kopf gehabt, ob das dann im Nachhinein kann man immer wieder sagen, ob man hätte Fahrradkette. Aber ich denke, er kann auf jeden Fall 90 Minuten spielen. Fertig? Du schüttelst mit dem Kopf. Wunderbar, dann war's das. Vielen Dank und allen, die uns nach Freiburg, das ist jetzt nicht bei euch hängen geblieben, nach Saarbrücken begleiten am Freitag, eine gute und sichere Anreise. Wir freuen uns.